Miles Hyman gilt als der wohl französischste aller amerikanischen Zeichner. Geboren wurde er in Vermont. Seit Mitte der 80er Jahre lebt er nun schon in seiner neuen Wahlheimat Paris. Für Aufsehen sorgten vor allem seine stimmungsvollen Zeichnungen aus der Graphic Novel Black Dahlia, die schwarze Dahlia. Warum Paris eine Inspirationsquelle für ihn darstellt, das hat Hyman unserem Reporter Jean-François Ebeling verraten. Ich heiße Miles Hyman. Ich bin Zeichner, Comicautor und Maler amerikanischer Herkunft. Mit ungefähr 20 Jahren bin ich nach Frankreich gekommen und habe an der Pariser Kunstakademie studiert. Paris ist für mich seit jeher eine ungeheuer reiche Inspirationsquelle. Was mich an dieser Stadt sofort beeindruckt hat, ist ihre düstere Seite, ihre Atmosphäre, die man als etwas zwielichtig empfinden kann. Dieser Aspekt der Stadt hat mich ungeheuer inspiriert. So kommt es nicht von ungefähr, dass ich von allem fasziniert war, was in Paris auf dem Gebiet des Kriminalromans abläuft. Ich mache hier eine Skizze, die ich später in meinem Atelier verwenden werde. Es ist ein Grundelement, das meine Fantasie anregt und später etwas zum Leben erwecken wird. Hier feile ich an einer der letzten Zeichnungen für ein neues Album, Der Coup von Prag. Das wird bald erscheinen. Wenn ich Bildtafeln zeichne, dann beginne ich so. Verwische dann die Konturen und arbeite dann mit dem Kohlestift an den verschiedenen Nuancen. Am Ende kommt dabei eine Bildtafel wie diese heraus, mit allen Grautönen, Licht- und Schatteneffekten und Volumen, die nach und nach entstehen. Hier habe ich die Kohlezeichnung gescannt, die Sie vorhin gesehen haben, und füge die Farbe hinzu, die so ähnlich wirkt wie Tusche. Ich verdecke alle kleinen Farbstriche, indem ich sie mit einem Schleier überziehe, der alles glättet. Und dann muss man nur noch den Text einfügen und die Datei an den Drucker schicken. Und genauso sieht das Album dann auch aus. Ich trage die Farbe nicht mehr von Hand auf, damit der Schwarz-Weiß-Charakter erhalten bleibt. Mein Strich erzeugt eine bestimmte Leuchtkraft. Und wenn man die Farbe direkt aufträgt, geht sie zum Teil verloren. Das hier ist eine Illustration für einen Artikel über Euthanasie in der Tageszeitung Libération. Ich musste Mittel und Wege finden, dieses sehr ernste Thema mit Taktgefühl, aber auch sehr eindringlich in Szene zu setzen. Das beginnt mit der ersten Bildtafel, die sehr wichtig ist. Und dann taucht man in diese Atmosphäre ein und sieht eine Gestalt, die dieser Geste Sinn verleiht.